Och, nö. Ja, Hallöchen, liebe Simracing-Fanatiker, liebe Freunde des gepflegten Rennsports auf PC, Konsole oder wo auch immer. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir befinden uns heute in Assetto Corsa Competizione, weil ich da übelst Bock drauf habe, ganz ehrlich gesagt. Das Problem ist, ich habe kein Lenkrad und das ist ziemlich scheiße. Das ist ziemlich scheiße, weil ich habe früher viel mit Lenkrad gespielt, musste es dann aber aus zeitlichen Gründen abgeben. Ja, und habe jetzt quasi wieder Blut geleckt, wo ich ein paar Videos gesehen habe auf YouTube. Und ja, deswegen habe ich mal den alten Xbox 360 Controller, den vollgestaubten, mal wieder ausgepackt. Und da wollen wir heute mal gucken, ob das Ding hier überhaupt fahrbar ist mit dem Controller. Weil es ist ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, schon eine Hardcore-Simulation. Und das ist nicht immer so ganz einfach mit dem Controller. Deswegen gehen wir mal kurz in die Optionen. Hier seht ihr das nochmal kurz. Xbox 360 Controller for Windows. Advanced Input Settings. Da müsst ihr auf jeden Fall wissen, dass diese Option magisch ist. Also die ist sehr, sehr wichtig. Und zwar, ja, werdet ihr später sehen, ob man die lieber auf Off oder lieber auf On stellen sollte. Mehr sage ich dazu erstmal nicht. Ich hatte hier noch Steel Speed und Speed Sensitivity eingestellt. Das hatte ich ein bisschen runter geregelt, damit man ein bisschen mehr Gefühl im linken Daumen hat. Und damit der Wagen nicht direkt so haken wie so ein Kaninchen schlägt. Nee, das ist scheiße, das mag ich nicht. Ja, das war es eigentlich schon hierzu. Die anderen Werte hatte ich so gelassen. Dann gehen wir mal zurück. Gehen wir mal auf Singleplayer. Wir fahren ja einfach ganz normal im Hotstint. Bei normalem Wetter, ich habe da nichts jetzt besonders, also kann man ja auch nicht viel einstellen, sag ich mal, okay, beim Wetter noch am meisten. Realismus habe ich auf Pro stehen. Das hier, also die Bremsentemperatur ist eingeschaltet und die Reifenabnutzung und Benzinverbrauch ist ausgeschaltet. Die Assists, Gearbox, also ich schalte manuell, habe keine Stabilitätskontrolle. Ideallinie, alles weg, braucht keiner. Also, wenn man die Strecke kennt natürlich. Traktionskontrolle, pipapo, habe ich auf Stufe 6 von 8, aber das werden wir ja gleich alle sehen. Ich sag mal, wir sehen uns in-game. So, da sind wir auch schon wieder auf der Strecke. Und jetzt geht's auch in die nächste, beziehungsweise in die vermeintlich schnelle Runde. Geht's jetzt. Man kann auch sagen Eiertanz. Ich habe jetzt mal eine Runde genommen. War nicht die schnellste Runde, aber die war relativ sauber. Ja, sauber kann man auch nicht sagen, aber ihr werdet schon sehen. Es ist halt extrem schwierig, die perfekten oder die perfekte Dosierung zu finden. Hier zum Beispiel, man lenkt zu weit ein, man macht zu weit auf, man lenkt zu weit ein und dadurch ist man die ganze Zeit nur am links, rechts, hin und her. Aber ja gut, es ist halt, sag ich mal so, es fühlt sich authentischer an als mit der Fahrhilfe bzw. Lenkhilfe. Aber man ist natürlich deutlich langsamer und muss sich deutlich mehr konzentrieren. Einmal zu weit eingelenkt oder zu ein großes Übersteuern ist man direkt weg vom Fenster. Hier geht es relativ einfach, weil man hier einfach nur komplett einschlagen muss. Beim Aufmachen dann wieder die richtige Mischung finden. Schumacher S. Komplett verkackt. Einfach viel zu früh eingeschlagen. Hier auch nochmal kurz vorm Anbremsen. Links, rechts, links, rechts. Es ist einfach nicht schön anzuschauen. Nicht schön zu fahren, muss man so sagen. Und der Reifenabrieb... Reifenabrieb dadurch ist natürlich richtig krass. Ich habe das auch in der Wiederholung gesehen, man zieht eigentlich in jeder Kurve nur schwarze Striche, weil man so weit einschlägt. Mit dem, ja, die Reifen stehen halt immer komplett auf Anschlag. Und da gucken wir jetzt mal, was für eine Rundenzeit daraus kommt. Damit wir einfach mal so einen Vergleich haben, um jetzt gleich mit der Lenkhilfe ja so einen Anhaltspunkt zu haben. So, das war eine 203765. Und ich würde sagen, wir switchen einfach mal in die Runde
mit Lenkhilfe. So, und auf geht's auf unsere schnelle Runde mit der Lenkhilfe, mit der magischen Lenkhilfe, kann man sagen. Weil, zieht euch mal bitte oben links die Zeit rein und ihr werdet es auch gleich schon an der Fahrweise sehen mit bloßem Auge, wie viel fucking schneller man ist. Man muss es einfach so sagen. Es ist wirklich enorm. Auf eine Runde, das sind 7, 8 Sekunden oder so, oder was, wie viel waren wir jetzt schneller im Gegensatz zu gerade. Richtig heftig. Man hat einfach viel mehr Stabilität in den Kurven. Das liegt auch daran, diese Hilfe, man kann sich das vorstellen, das Auto fängt an zu rutschen. Und diese Hilfe greift einfach dann ein und stabilisiert das Auto wieder so ein bisschen. Es lenkt automatisch ein bisschen gegen. Aber so, dass man mit dem Gas und mit dem Gegenlenken ja ein bisschen gegen korrigieren muss. Also wenn man gar nichts macht, dann klappt es auch nicht. Aber man muss es halt minimal machen. Und man kann es natürlich auch so machen, oder wenn man es richtig provoziert, klar, dann dreht man sich auch raus. Aber man hat viel mehr Kontrolle durch diese Fahrhilfe, durch diese Lenkhilfe. Das ist wirklich krass, also hat Kunos echt sauber gemacht, haben sie sauber entwickelt. Ich weiß auch nicht, ob da noch viel dran gemacht wird, aber ich komme da jetzt schon super mit klar, man sieht es ja. Die Runde war echt gut, also klar, geht wahrscheinlich noch besser, aber für mich war die schon echt super, super sauber, größtenteils. Und es war anfangs ein bisschen ungewohnt, muss man klar sagen, da bin ich erstmal ohne die Hilfe gefahren. Aber dann habe ich gelesen, dass es wirklich so einen großen Unterschied ausmacht von den Rundenzeiten. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, ich gewöhne mich da jetzt dran. Und nach ein paar Runden bin ich da richtig gut mit klargekommen. Und da werden wir jetzt auch gleich mal die Rundenzeit sehen. Das war meine schnellste Runde, die ich bis jetzt in Assetto Corsa Competizione gefahren bin. Nämlich zum ersten Mal unter 1,56. Eine 1,55,878. Und das war schon, ja, war schon geil. Also da bin ich ungefähr das war mein zweiter Hotstint, da war ich so ungefähr 20, 25 Minuten unterwegs. Und da war ich gerade richtig schön warm, deswegen habe ich die Runde einfach mal genommen. Ja, ich kann euch das nur ans Herz legen, dass ihr am besten diese Hilfe anschaltet, wenn ihr hotlappen wollt und kein Lenkrad habt. Klar, mit dem Lenkrad hast du noch viel mehr Feingefühl und alles, ist auch logisch, aber ja. Mit dem Controller führt da wohl kein Weg dran vorbei, wenn man schnell sein will. Und deswegen habe ich dieses kleine kurze Video gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ich werde in Zukunft ja eigentlich mal alle Simulationen durchtesten mit dem Controller. Einfach mal gucken, wie die so sind, wie man da so klarkommt. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.